Ohios wüstes Land, durch seinen weißen Hut bekannt. Wer ist das, der da reitet? Wenn's im Wilden Westen kracht, ist er es, der als letzter lacht. So schnell wie er zieht nämlich keiner. Er trifft hier nirgends eine Person, nie ist jemand am Telefon. Für unseren Cowboy, arm und einsam. Vor niemandem fürchtet sich der Mann. Wovon der Dalton Plan ein Liedchen singen kann. An ihn kommt keiner ran. Hoch die internationale Solidarität, lohnabhängige Cowboys! Oh nein, nicht der schon wieder! Gemeinsam, Genossen, bauen wir die bessere Welt! Du kannst doch ein bisschen lesen, Pete. Ja, das heißt, wenn's nicht zu viele Buchstaben sind. Dann wirst du das ja wohl lesen können. Alle Großgrundbesitzer sind Diebe. Ja, genau das steht hier, dass alle Großgrundbesitzer Diebe sind. Und ich bin die reinste Leseratte. Das wird unserem Dicken aber nicht gefallen, wenn er das hört. Solidarische Grüße, ausgebeutete Cowboys. Genosse, spendieren Sie mir ein Glas Wasser. Hier wird nicht spendiert. Hier kauft man, was man will. Ha! Hartherziger Handlanger, geldgeiler, kapitalistischer Blutsauger! Irrtum, Kleiner. Ich bin Barkeeper. Alle Großgrundbesitzer sind also Diebe. Ja, Sie bestehlen die Landarbeiter. Sind Sie Landarbeiter? Nein, Großgrundbesitzer, du Gartenzwerg. Mr. Gilbert Glutton, Besitzer der größten Ranch weit und breit. So, dann ist er auch der größte Dieb weit und breit. Sie werden ab sofort aufhören, mich zu beschimpfen. Und Sie hören auch auf, diese Hetzblätter hier zu verteilen, verstanden? Oh nein, ich führe meinen Kampf siegreich zu Ende gegen alle, die an den sozialen Ungerechtigkeiten schuld sind. Dir zeige ich, was ungerecht ist. Dreimal darfst du raten, was ich mit dir mache. Den knüpfen wir auf, Männer! Oh ja, wir haben aber nichts gegen eine schöne wird heute niemand aufgehängt. Kommt nicht in Frage. Und warum nicht, Fremder? Das ist gegen die Verfassung, jemanden wegen seiner Überzeugung aufzuhängen. Okay, Aufschub für den Giftzwerg, bis wir mit diesem naseweisen Cowboy fertig sind. Gesprochen. Das nächste Mal erwischst du mich nicht mit heruntergelassener Hose. Dank, immer wieder Dank, Genosse. Mein Name ist Wladimir Iljitsch Ewig-Gestrick, der dir sein Leben verdankt. Lass dich umarmen zum Bruderkuss. Keine Umstände, bitte. Lucky Luke, freut mich sehr. Es lebe die Internationale. Hier wäre Ihr Wasser, Sir. Vielleicht ein wenig Gerstensaft für den Geschmack. Genosse Luke, warten Sie! Einen mutigen Mann wie Sie könnte ich beim Aufbau einer besseren Welt gut gebrauchen. Keine Zeit zum Weltverbessern. Ich muss 4 entflohene Sträflinge einfangen. Ah, verstehe. 4 Werktätige, vorübergehend abgewichen vom Pfad unabdingbarer Solidarität. So kann man's auch sehen. Bauen Sie mal Ihre bessere Welt auf. Ich räume derweil in der hier auf. Sollten Sie Ihre Meinung doch noch ändern, können Sie jederzeit zu mir kommen. Gleich da drüben, zwischen den grünen Hügeln, errichte ich die Zitadelle sozialer Gerechtigkeit. Ein Leuchtfeuer der Brüderlichkeit. Es hat doch schon einen Namen. Dort entsteht mein geliebtes Fredonia. Höher, Karl. Es gab schon eine Menge komischer Figuren, aber der schießt den Vogel ab. Hör auf zu philosophieren, Jolly. Suchen wir unsere Daltons. Na los, komm! Da muss mir doch heute mitten in der Nacht einer ein Pferd aus dem Stall gestohlen haben. Moment, ich muss nur noch schnell den Pony Express abfertigen. Also.
Also ein Pferd wurde gestohlen, aber die Abdrücke von 4 Paar Stiefeln waren im Stall. Ich glaube, die kenne ich, die in den Stiefeln stecken. Joe, warum haben wir eigentlich nur ein Pferd gestohlen? Na, weil wir raffiniert sind. Was glaubst du denn? Luke hätte doch sofort Lunte gerochen, wenn 4 Pferde gefehlt hätten. Gut, das stimmt. Aber was, wenn das Pferd nun müde wird, weil es uns alle 4 tragen muss? Kein Problem. Ich esse für mein Leben gern Pferdefleisch. Was ist? Habe ich da was Falsches gesagt? Er hat doch bloß laut gedacht, Joe. Wirst sehen, das macht dich nur müde. Haben wir ein Glück, Jungs. Eine einsam gelegene Hütte wartet auf uns. Mit einem kräftigen Esel vor der Tür. Wer auch immer darin wohnt, ich verpasse ihm den Schreck seines Lebens. Vorwärts! Komme, ich war nur verzaubert von dem Sonnenuntergang. Na los, Hände hoch! Mit erhobenen Armen heiße ich Sie willkommen. Sie, die offensichtlichen Opfer eines inhumanen Rechtssystems, kommen Sie, geben wir uns den Bruderkuss. Wer muss da nicht aufbegehren? Ihr müsst ja furchtbar gelitten haben. Aber das ist nun vorbei. Hey, jetzt reicht's aber mit der Knutscherei. Wir sind die berüchtigte Dortenbande. Also fang schon an zu zittern und flehe um dein Leben. Ich habe keine Angst vor euch. Euch hat doch nur das System zu ruchlosen Verbrechern abgestempelt. In Wahrheit ist es doch die Gesellschaft, die auf die Anklagebank gehört. Doch nun soll eurem Glück nichts mehr im Wege stehen. Denn endlich seid ihr angekommen in Fridonia. Dem Land der Freiheit, in dem jeder in Frieden leben kann und immer ein Huhn im Topf hat mit anderen netten, aber völlig unpraktischen Vorteilen. Der Typ hat doch nicht alle Tassen im Schrank. Wir sollten ihm seinen Esel klauen und abhauen. Blödsinn. Ein Glück, dass wir so ein Versteck gefunden haben. Hier vermutet uns keiner. Natürlich müssen wir mit dem Knallkopf mitspielen. Nun, Genossen, wollt ihr mir helfen, eine bessere Welt aufzubauen? Na klar doch, Genosse. Wir träumen doch schon ein Leben lang von einer besseren Welt, einer ohne Gefängniszellen. Greift nach Hacke und nach Spaten. Gut soll unser Werk geraten. Wir wollen keine Zeit verlieren. Wir müssen Häuser bauen für die Abertausenden von ehrlichen, friedliebenden Menschen wie ihr, die sich aufmachen werden nach Fridonia, sobald sie mein neuestes Flugblatt gelesen haben werden. Lasst uns die bessere Welt aufbauen. Nicht ehe ich auch einen Bruderkuss bekomme. Na bitte, die Hose sitzt auf Nummer sicher bei so einem Blaumann. Mr. Glatten! Mr. Glatten! Was gibt's denn schon wieder? Der kleine Giftzwerg, er schlägt gerade wieder zu. Werktätige Melkerinnen, euch winkt eine bessere Welt. Kommt nach Fridonia, da gibt's keine ungerechten Gesetze und Profitmacher und keine ausbeuterischen Großgrundbesitzer. Schönen Gruß an euren Bullen, das bedeutet Krieg. Emmett, los, hieft mich hoch. Sieh mal an, die stammen von einem Pferd, das plötzlich leichter wurde und davon galoppiert ist. Und 4 Paar Füße mussten dann weiterlaufen. Jolly, ich habe das Gefühl, dass wir ihnen dicht im Nacken sitzen. Joe, wenn du das damit gemeint hast, dass wir es hier schön hätten und unsere Ruhe haben würden, könnten wir ebenso gut wieder ins Gefängnis gehen. Halt die Klappe, Everett! Die Arbeit ist nicht leicht, stimmt. Aber solange wir hier sind, wird Lucky Luke uns niemals finden. Genossen, Genossen, wenn ihr das hört, werdet ihr wahnsinnig werden vor Glück. Ich habe uns einen neuen Genossen gefunden. Hoch die internationalen Tassen. Ich bin zwar nicht besonders helle, aber eins weiß ich doch, schneller ziehen zu wollen als er ist pure Zeitverschwendung. Los, kommt, ihr wandert zurück ins Gefängnis. Irrtum, Genosse, die werden schön hierbleiben. Das sind gefährliche Banditen. In Fridonia, lieber Genosse, gibt es sowas wie Banditen überhaupt nicht, weil es hier gar keine Gesetze gibt. Außerdem einen universellen Gesetz der Solidarität und der Gastfreundschaft. Tja, ich würde sagen, das klingt vernünftig. Ich würde es nur ungern brechen. Solange mir diese 4 Männer helfen, eine bessere Welt in Fridonia aufzubauen, wird sie kein Mensch ins Gefängnis bringen. Na gut, meinetwegen unterwerfe ich mich eben dem Gesetz von Fridonia. Du verhaftest uns nicht. Oh, ich bin doch kein Gesetzesbrecher. Ich warte einfach, bis ihr die Nase voll habt und abhaut. Dann verhafte ich euch. Genosse, hinter dir, gib acht!
Gefährliche Waffen! Zu Hilfe! Welch unbändige Emotionalität, diese herzerwärmende Offenheit. Wenn du glaubst, dass wir so schnell wieder von hier verschwinden würden, Cowboy, hast du dich furchtbar geschnitten. Wir bauen nämlich wild entschlossen die bessere Welt mit auf. Schon dafür lohnt sich zu bleiben. Das würde ich doch ungern verpassen. Genosse, wo sind eigentlich diese Mordinstrumente geblieben? Genau, wo sind die Waffen versteckt? Dort, wo ihr sie nie suchen würdet. Natürlich habe ich die Kugeln entfernt. Das Essen ist ja besser als im Bau. Ja, bis jetzt hat es mir auch geschmeckt. Dann will ich mich mal aufs Ohr hauen. Das Dumme ist, Genosse, dass wir nur ein Bett haben. Aber das macht nichts. Wir werden es einfach hintereinander abwechselnd benutzen. Hier in Fridonia sind wir alle gleich und das sogar in... Da ist einer weniger doch sicher willkommen. Ich schlaf lieber im Freien unter den Sternen. Der da so sägt, das ist dieses Klappergestell. Der kommt als erster dran. Und dann kurzer Prozess mit dem Giftzwerg. Kannst du sehen, ob er fest genug schläft? Jawohl, Genosse Joe. Das sehe ich von hier, dass der schläft wie ein Baby, verehrter Genosse Joe. Lass das blöde Genossengetue, du Armleuchter, du. Wir schnappen uns Lucky Luke und dann nichts wie weg. Na, der hat sich eine dicke Schwarte. Das wusste ich, dass das der reinste Spaziergang wird. Womit man sich so sein Hafer verdienen muss. Ja! Sie sollten keine Overalls tragen, Boss. Die schmeicheln Ihrer Figur nicht gerade. Hallo. Ich habe Schüsse gehört. Was ist hier los? Da waren ein paar Kojoten. Ich habe sie verscheucht. Andere Frage, arbeitet ihr immer um diese Zeit? Ja, wir haben uns gedacht, wenn wir sowieso nicht schlafen können, bauen wir doch die bessere Welt auf. Wie großmütig und nobel. Und ich habe geschnarcht wie ein verkommener Kapitalist. Dank, immer wieder Dank, dass ihr mir den rechten Weg weist. Von diesem Moment an werden wir Tag und Nacht gemeinsam schuften. Wir legen die Schaufel erst weg, wenn wir Fridonia aufgebaut haben und das Licht sozialer Gerechtigkeit auf eine bessere Welt scheint. Genossen, ich darf es im Namen der Volksrepublik Fridonia versprechen. Es wird hier Straßen geben, die Namen Joe, William, Jack und Averill Dalton tragen. Averill Dalton Straße? Dass ich sowas mal erleben würde, Genossen. Bitte, Genosse Luke, diese Männer sind nicht kriminell. Jetzt in Freiheit leben, zeigen sie ihr wahres Gesicht und wie nett sie eigentlich sind. Wenn das so weitergeht, können wir bald eine Waffenhandlung aufmachen. Danke, dass du mir helfen wolltest, aber ich war natürlich hellwach. Ja klar, und ich bin ein Cocker-Spaniel. Ich mach noch eine Runde rum, aber mein Pferd beobachtet euch. Bei passender Gelegenheit servieren wir den ab und dann, hast du nicht gesehen, machen wir eine Fliege, Jungs. So ein Quatsch, wir müssen hier bleiben, Joe. Wenn wir nicht helfen beim Aufbau einer besseren Welt, bekomme ich doch nie mein Straßenschild mit meinem Namen. Ich habe eine bessere Idee, ich graviere dir deinen Namen quer über die Stirn ein. Das hat bestimmt wehgetan. Pass doch auf! Wie kann ein Pferdebiss so wehtun? Die Mähre hat scharfe Zähne gehabt. Die Wunde sieht ganz schön bös aus. Wartet's ab, ich hab nicht bloß einen bösen Hintern. Das wird die Bohnenstange mir büßen, ich schwör's euch. Aua, rubbel doch nicht so! Schon unterwegs? Ich will noch ein paar Flugblätter an die unterdrückten Arbeiter verteilen. Sie müssen hierher kommen nach Fredonia, wo das Leuchtfeuer der Hoffnung für sie hell lodert. Ah, das lassen Sie mal. Glatten und seine Handlanger könnten ihn irgendwo auflaufen. Sie glauben nicht im Ernst, dass ich die Gefahr scheue, Genosse Luke. Ich habe unfreiwillig mitgehört. Lucky Luke hat ausnahmsweise recht. Fridonia braucht eine feste Hand, Genosse ewig gestrig. Die Flugblätter kann genauso gut jemand verteilen, dessen Leben eh kein Pfifferling wert ist. Averill? Bruder Genosse, es verletzt meine Gefühle, wenn du so von mir sprichst. Halt doch die Klappe. Den kannst du unbedingt losschicken. Der ist im Kopf nämlich viel zu langsam, um ein schnelles Ding durchzuziehen. Du kannst dir jedenfalls einen anderen Dummen suchen. Ich werde hier nämlich schön langsam weiterschaufeln. Überspann den Bogen nicht, Averill!
Liebe unter Brüdern ist doch wirklich etwas Schönes. Der Vorschlag ist vermutlich gar nicht so schlecht. Glatten wird's nicht wagen, sich an einem Dalton zu vergreifen. Genau das habe ich auch gedacht. Verlasst euch aber gar nicht erst darauf, dass Averill euch Waffen besorgt. Keine Sorge, die wissen, dass auf mich kein Verlass ist. Du musst langsam umdenken. Du weißt, dass wir hier eine bessere Welt aufbauen. Du musst ganz schnell lernen, dass du deinem Nächsten vertrauen kannst. Du sagst es. Weg mit den Mordinstrumenten. Sie sind einfach eine Zumutung für die friedliebenden Menschen, die hier leben. Wie für Menschen wie mich. Dies ist ein Land des Friedens, des guten Willens und der Harmoniesüchtigen. Ist ja schon gut. Lieber Bruder, so gehe denn hin und bringe den Lohnabhängigen des Landes die frohe Botschaft. Und uns bring Pistolen und Pferde mit. Aber wieso denn? Noch vor 2 Minuten sollte in dem Punkt kein Verlass auf mich sein. Du wirst jetzt sofort die Klappe halten und tun, was man dir sagt, du Vollidiot, du! Wie wär's mit gepanzerten Hosenträgern, Boss? Oder einem gusseisernen Gürtel? Jetzt gib schon Ruhe, ich muss nachdenken. Na klar, ich hab's. Warum ist mir das nicht früher eingefallen? Oh! Ein genialer Einfall, Boss! Jetzt können Ihre Hosen unmöglich runterrutschen. Das lässt mich hoffentlich nicht dicker erscheinen, oder? Aber nein, gärtenschlank! Oh! Hoch die solide Internationalität! Das ist ein... Wertsachen und Juwelen dürfen Sie behalten, wenn Sie mir nur die Pferde überlassen wollen. Bitte bedienen Sie sich, Mr. Dalton. Ich wusste, da war noch was. Ein paar Pistolen bitte. Und nebenbei schaffen wir gerade eine bessere Welt für die weltweit Unterdrückten. Kommen Sie mit nach Fredonia und es wird eine Straße nach Ihnen benannt. Ja, gern, Mr. Dalton. So was wollte ich schon immer, Mr. Dalton. Herrje, das ging ja wie geschmiert. Wenigstens einmal habe ich es nicht vermasselt. Entschuldigung, Boss, wie war noch mal unser Plan? Na, gut, war einfach. Wir schießen auf alles, was sich bewegt. Hey, Joe, Averill ist wieder da. Ich komme mit tollen Neuigkeiten. Das sind alles Genossen, die bei uns leben wollen. Ich sag ihm, er soll Pferde und ein paar Pistolen besorgen. Und was macht der Idiot? Kommt mit einer Postkutsche samt Insassen zurück. Averill hat doch immer zu Übertreibungen geneigt. Neue Genossen, hab ich gehört. Oh, wie wundervoll. Hoch die internationale Solidarität. Lasst euch mit einem Bruderkuss umarmen. Stehen bleiben diesmal, Genosse. Bekomm ich bitte den ersten. Einverstanden. Augenblick, ja? Diese Leute sind nicht aus freien Stücken hier. Sie stehen Todesängste aus, wie man sieht. Oh, nein, wir haben keine Todesangst. Wir sind fröhlich und guter Dinge, wie Sie sehen. Und wir sind aus freien Stücken hier. Ja, wir sind alle aus ganz freien Stücken hier. Nein, welch ein Enthusiasmus. Sie haben schon wieder daneben getippt. Also, Jungs, wir klauen uns die Postkutsche und da nichts wie weg hier. Aber Joe, guck mal, wie viele Flugblätter ich noch verteilen muss. Ich hau dir den Packen Flugblätter um die Ohren, wenn du nicht sofort in die Gänge kommst. Meine Freunde, weshalb steht ihr da so rum mit erhobenen Händen? Wir haben gern die Hände hoch, es ist sehr bequem. Und wirkt irgendwie elegant. Oh Mann, das wird ja immer schlimmer. Ja, hier, ja! Entschuldige, Kumpel, ich hatte keine Zeit, mir den Sattel aufzulegen. Hey, Joe! Hier sind jede Menge Pistolen drin. Wo kommen die her? Jolly, bremsen! Oh! Genossen, ich muss euch sagen, dass ihr mit erhobenen Händen die bessere Welt nie im Leben aufgebaut kriegen werdet. Gut, gut, ich denke auch, wir können sie runternehmen. Bleibt stehen, ihr blöden Zossen! Geh in Deckung! Wartet auf uns! Und wie nun weiter, Joe? Seid ihr nun völlig bekloppt oder was? Schießt schon! Nein, auf Lucky Luke, ihr Idioten! Man fragt sich allmählich, wann werden wir es wohl endlich lernen? Was soll das Zähneklappern? Wir gewinnen immer. Ich liebe den Geruch von Schießpulver am frühen Morgen. Hört endlich auf, lasst wenigstens die Frauen gehen. Die Kinder nicht zu vergessen. Welche Kinder? Hier sind überhaupt keine. Ich hab den Verstand von einem 4-Jährigen. Hey, wo sind denn alle geblieben?
Tja, dem Geruch nach haben sie sich in die Hosen gemacht. Dummerweise hat Luke dafür gesorgt, dass sie verloren haben. Wo kann man heutzutage bloß noch verlässliche Leute herbekommen? Glatten, stellen Sie das Feuer ein. Hier drin sitzen ein paar unschuldige Passagiere der Postkutsche fest. Geben Sie denen freies Geleit. Und dasselbe gilt bitte auch für den Kutscher. Also gut, die sollen rauskommen. Genossen, geht bitte nicht weg. Wer wird die neue Welt aufbauen? Wollt ihr nicht in Harmonie und in Frieden leben hier in Fredonia? Ja! Viel Glück, Kleiner, und Friede, Freude, Eierkuchen. Und du bist ganz schön in den Hintern gekniffen. Die willst du uns jetzt hier rausbringen, hä? Durch die Eingangstür, Joe. Ich schicke jetzt auch noch die vier Daltons raus. Die Daltons? Die Daltons? Was bedeutet das Klappergestell? Kann im Grunde nur Lucky Luke sein. Ich hatte mich schon gefragt, wieso mir diese Visagen bekannt vorkommen. Was soll denn das werden? Wir sind dafür da, damit ihnen die Kühe nicht weglaufen, stimmt's, Emmett? Wenn wir jetzt auch noch den Kugelfang spielen sollen, muss über eine Gehaltserhöhung verhandelt werden. Marsch zurück auf die Plätze und fangt an zu schießen! Hä? Oh nein! Jetzt reicht's mir! Ihr seid entlassen, alle beide! Hab ich nicht gesagt, wir gewinnen. Ihr wolltet's nicht glauben, Genossen, dass wir die kapitalistischen Ausbeuter besiegen würden. Frisch auf denn ans Werk, greift nach den Schaufeln, bauen wir gemeinsam die bessere Welt auf. Ich halte das keinen Moment länger aus. Kapier's doch, Knallkopf, wir wollen deine bessere Welt nicht. Eine Welt ohne Reiche, die wir überfallen und ausplündern können, das ist das Blödeste, was ich jemals gehört habe. Bitte, Luke, bring uns wieder ins Gefängnis. Wenn wir uns beeilen, sind wir am Dienstag zurück. Dienstag ist dort Steckrüben-Eintopftag. Nimm's nicht so tragisch, kleiner Freund. Alles gut, Genosse. Verlieren Sie nie den Glauben an eine gerechte Welt. Tragen Sie dazu bei, sie zumindest besser zu machen. Keine Sorge. Das hatte ich ohnehin vor. Heißt das jetzt etwa, dass keine Straße nach mir benannt wird, hä? Avril, halt die Klappe! Also, Genossen, morgen früh geht's Richtung Ranch. Dort wird als erstes gegen die Ausbeutung der viel zu hart herangenommenen Kühe protestiert. Denkt daran, ihre Euter gehören ihnen. I'm a bold lonesome cowboy.